Damit du auf der Zugspitze hier oben bei uns am Berg bestehen kannst, kommt es auf die Technik an, sonst hast du überhaupt keine Chance. Was bei uns besonders prägnant ist, wir machen unseren Umsatz nicht wie andere Gastronomen über den ganzen Tag verteilt, sondern in 4 Stunden. Und das macht es besonders. Wir wollen eine leistungsstarke Gastronomie sein und aufgrund dessen brauchen wir leistungsstarke Geräte. Und dann sind Geräte wie der Mary Chef unabdingbar. Wir müssen innerhalb kürzester Zeit ein vordefiniertes Gericht an den Mann bringen. Wir haben uns für Mary Chef entschieden, um die höchste Qualität an der höchsten Küche zu bieten. Für eine Portion Spareribs mit Ofenkartoffeln und gegrillter Paprika braucht dieses Gerät 2 Minuten. Kein anderes Gerät ist imstande, alles gleichzeitig in 2 Minuten auf den Punkt zu bekommen. Auch ein Kellner oder eine Küchenhilfskraft muss dieses Gerät bedienen können. Und der Vorteil an dem Gerät ist einfach, ich kann Piktogramme hinterlegen und mit diesen Piktogrammen weiß der Mitarbeiter gleich, ich drücke da und so. Bin ich mir als Küchenchef sicher, obwohl ich nicht zugegen bin, dass dieses Gericht, wie es an den Mann kommt, perfekt und optimal ist. Alle Restaurants sind biozertifiziert, wir arbeiten nachhaltig. Wir sagen, ein Hummer gehört nicht zum Berg, aber ansonsten haben wir die Palette vom Grab and Go bis zu Fine Dining. Wir machen vom 5-Gang-Glöschen-Service-Menü bis zum schnellen Burger alles. In Spitzenzeiten an einem Wochenende brauche ich über 1 Tonne Pommes. Diese Frymaster ist zuverlässig, sie ist leicht zu reinigen und natürlich, was sie ist schnell. Und wir können in 4 Stunden 400 Kilo Pommes durchfrittieren, in immer gleicher Qualität, mit einem besten Ergebnis und haben unsere Frischpommes knackig am Gast. Alles hier ist sehr viel mit Energie verbunden und wir müssen die Energie auch auf den Berg bringen. Deswegen sind wir daran interessiert, energiesparende Geräte zu haben, die möglichst schnell und hocheffizient arbeiten. Unser Ziel ist es immer wieder, den Genuss auf die Spitze zu treiben. Wir wollen auch in Zukunft am Berg weiterhin bestehen. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Technik.